Baue auch gerade mal drumrum. Wie hoch ist die? Also lohnt sich die zuzubauen? Ich weiß es nicht. Du baust meinen Block ab? Ui. Das war knapp. Hey, 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 ich stehe hier drauf. Ups, ja, du bist gesneakt. Das habe ich nicht gesehen. Ja, an welchen kann ich denn dran? Nee, die ist sehr tief. Die ist sehr tief, da komme ich nicht dran. Warte, ich mach. Hier bräuchte ich einmal nochmal Wasser. Vorsicht. Jo. Danke. Ah, ich habe einmal Wasser verloren, leider. Ah, shit. Ich habe einmal Wasser gewastet. Haben wir aber noch hier, Wasser? Wir hätten oben... Ah, es ist hier geblieben. Hier geht es auf jeden Fall durch. Hier ist auf jeden Fall Obsidian ganz viel. Und hier Achtung, waren Lava wir schon mal. Ist, ja, ja, wir waren da schon mal. Hier ist, hier ist die Quelle, glaube ich. Das müsste die Quelle sein. Okay. Immer schön die Lava wegmachen, damit wir halt wieder zu anderen Geräuschen bauen können. Ja, aber hier waren wir schon mal ganz am Anfang. Ey, wir sind relativ weit zurück, glaube ich. Ich höre neue Lava. Ja, hier bei mir, ich lang gegangen, hier musste ich den Creeper töten. Ich glaube, das ist meine Creeper-Killwand gewesen. Hier muss neue Lava sein. Komm, mach auf der richtigen Höhe, bitte. Nee, ich höre sie nicht mehr. Ich höre sie gerade. Ich hoffe, du siehst mich nicht, dass ich dir jetzt einen Block unter der... Nee, du bist ganz weit unter mir. Ist die jetzt über oder unter mir? Ich bin über dir. Die Lava, meine ich. Achso. Ich müsste gleich eigentlich da rauskommen. Bei dir. Ich sag immer hier irgendwo. Ja, ich bin nur. Hier ist Bedrock. Okay, dann ist hier über uns. Könntest du auch dann muss die Lava über uns sein, oder nicht? Ja. Also auf Bedrock-Ebene kann keine Lava sein? Doch, glaub schon. Oh, ja, nicht. Ja, Herr Blaze hat eingetötet. Oh Gott, ich glaube, ich steche. Blaze hat aber auch nur noch 15. Blaze ja, ist down. Ist tot. Sehr schön. Moment, das war's jetzt genau. Bitte jetzt versuch nichts an der Lava zu machen, sonst fällt mir die gleich auf den Kopf. Ich sehe die Lava nicht. Die muss genau über mir sein gerade. Ich bin ganz nah an der Quelle. Du siehst ja Tropfen. Ja. Oh nein, meine Iron Picke geht gerade wieder kaputt. Meine auch, ich habe auch nur noch die eine. Wie viel Eisen haben wir noch? Also soll ich es noch abbauen, was ich hier hab? Mehr als genug haben wir. Okay. Oh, hier ist die Lava, hier ist die Lava, hier ist die Lava. Ich muss hier raus, ich muss hier raus. Uiuiui. Die ist über uns gewesen, Dado. Ich müsste jetzt eigentlich da sein. Also, ich war da. Jetzt muss ich drauf. Ja, da ist es endlich. Ja. Das ist ein bisschen zu hoch, glaube ich, oder? Ah, nee, ist perfekt. Ich bin von oben drauf, ich bin deswegen. Von unten, ja. Da war sie. Noch ein paar Eisenspitzhacken gemacht, liegen auch in der Kiste. Sehr schön. In einem Lava. Oh, das ist ein schönes Lava-Pit. Hier müssen Dias versteckt sein. Ja, das, ich bin genau darunter unter dem Lava-Pit. Kurz gucken. Der war nur ein Tief, Ich bin jetzt unter der Obsidian-Fläche. Oh, oh. Ah. Da ist noch Lava. Dann dürfte jetzt keine Lava mehr irgendwo doch, zu hören sein. Doch, ist noch. So, da war noch ein. Ah, toll, bei mir gingen gerade alle Pickaxes kaputt. Uiuiui. Oh, da ist noch Lava. Das ist, unter dem Obsidian ist auf jeden Fall noch Lava. Ich hab jetzt alle Pickaxes kaputt gehauen. Oh, super. Ich hab noch eine, die hat halt Haltbarkeit. Hier unten ist auch nochmal Lava gewesen, hat sie aber degeneriert. Da ist Kohle. Siehst du die Kohle auch? Ich bin nämlich jetzt unter dir. Okay, da ist Lava, das ist nicht so gut. Muss ich mal schauen, dass ich zurückkomme. Shio, kannst du gleich mal laufen, dass ich dich sehe, damit ich weiß, in welche Richtung ich... Kann euch auf jeden Fall noch sehen. Ja.
bin in den Gang gekommen hier, ist das unser? Leute, wir haben hier so ein Kreuz gebaut. Was ein Zufall. Die Spur verließ sich leider im Sand. Ah, noch einmal Glück mit dir, das wäre eine feine Sache. Ich finde jetzt leider gerade nicht mehr wirklich zurück, weil wir haben so viele Höhlen gehabt. Hm. Aber was das anging, hatten wir richtig Glück eigentlich. Es war ja eigentlich nur ein riesiges Gebilde. Ich höre aber immer noch Lava hier unten. Schigo. Ja? Nochmal Eisen. Pickaxe, das brauche ich neue. Da drin. Wunderbar. So. Was war denn hier? Welche Höhe ist das? Wir sollten, sag ich mal, bei, wenn wir noch 20 Minuten haben, nach oben gehen und anfangen Äpfel zu suchen oder sowas. Ah. Auf jeden Fall. Von hier kommt der Sound mit der Lava nicht. Ich höre hier irgendwie in meiner Nähe ein Skelett auf jeden Fall. Das ist auch nochmal gut. Und ich habe eine neue Höhle gefunden. Würde ich sagen, gehen wir da hin. Wir haben jetzt also Gold, genau für 2 goldene Äpfel. Das wäre fantastisch. Da, da. Pura Luxus. Hier. Ja, hier ist noch mal Lava. Ich höre eine Spinne. Ah, da kommt eine ganz neue Höhle, wäre auch gut. Hier ist auf jeden Fall eine Spinne drin. Vorsichtig, ich höre dich gerade kämpfen. Ja, ich habe sie kaputt gemacht. Hat sie dich erwischt? Nein, hat sie nicht. Da ist ein Creeper-Mann, ich baue hier zu. Hier ist auf jeden Fall eine neue Höhle, hier ist noch Eisen. Lava Pit. Das Lava Pit ist, warte, auf welcher Höhe? Das Lava Pit ist auf 11. Das ist eigentlich gut. Dann könnten da drumrum Diamanten sein. Da ist auch nochmal ein Creeper. Das höre ich auch. Ja, hier hinten einmal, da habe ich mich schon runter. Du musst ein bisschen nach unten. Ich buddel mich gerade nach unten. Jo. Okay, bin da. Ja, was hier ist hier zugebaut, links? Weiß ich nicht, da kannst du durchknallen. Kommst du immer hier links. Achtung, stopp. Oh, da kein Creeper. Oh, ja. Wir schauen mal, wie tief das ist. Ich kümmere mich immer um den Creeper eben. 2 tief, 3 tief. Wenn der hier reinkommt und explodiert und mich einen Meter schubst, bin ich tot. Der Creeper ist tot. Da ist ein Skelett, scheiße. Oh, es hat mich, oh Gott, es hat mich. Was aber es hat denn? Hat mich nicht angegriffen. Atmen. Wir müssen das Lava Pit runterbauen. Lava ist, hier ist eine riesige Höhle wieder, ne? Hier geht's wieder überall hin. Gut, mit Eisen und allem. Wieder ein bisschen Eisen organisieren cool, ja. Und nochmal hin. Das Lava Pit muss noch mindestens 3 tief sein. Ich stell mich mal kurz in die Ecke, denn ich. Denn du? Sie muss mal. Nein, Skelett, bleib weg, oh. Das hat mich nicht getroffen. Oh, ey, diese scheiß Skelette, ey. Nervenkitzel pur mit denen. Okay, das ist eine Sackgasse auf jeden Fall. Hier ist aber eine Menge Lapis, was ich für EP immer abbaue. Kohle auch, Eisen auch. Die Höhle, in der du bist, ist da nicht zu holen, weil die Höhe eigentlich so gut ist. Ich sehe nur Eisen und Kohle und Lapis. Mehr ist hier nicht. Und Skelette waren hier.
höre hier auch keine Sounds. Ich höre nur dich bei der, beim Lava Pit. Ich bin bei dem Lava Pit. Ja, genau. Relativ groß wieder. Und die Höhe war gut. Ist nur nichts bei. So. Bibi. Okay. Ach, komm, die Höhe ist eigentlich super. Kann doch nicht sein. An welchen Bäumen findet man Äpfel? Also droppen die aus jedem Baum einfach, ganz normal? Ich weiß nicht, auf jeden Fall. Nur Oakwoods. Nur Oakwoods, okay, alles klar. Weil wir müssen dann zwei Äpfel finden. Dann haben wir einen für den Kampf und einen, um mich zu heilen. Wie sieht's denn aus? Team Gelb hat sich schon ein bisschen wieder geheilt. Die hatten auch schon Äpfel. Man weiß natürlich später nicht, wenn es halt zum PvP kommt und es sind noch so viele Teams am Leben, wer greift wen zuerst an. Also ich, nur weil wir zu dritt sind, ist das nicht unbedingt gut. Hm. Letzte Pickaxe bei mir wieder. Aber Tico und ich sind die einzigen, die noch voll HP haben. Na, man ich weiß nicht, wie viel Gold gefunden. Ich hab einen Canyon. Schau gleich mal, auf welcher Höhe? Der Canyon ist bei mir auf 20, also es geht noch runter. Es geht noch runter und da unten ist Lava. Da müssen wir hin, wir müssen Dias finden. Jo. Ich geh da gleich mal gucken, ob ich das Safe irgendwie ein bisschen runterbauen kann. Dass ich da ein. Shiro, kannst du gerne mal Pickaxes mitbringen? Ja. Ich grab mich hier mal großflächig runter, dass ich hier nicht irgendwie ungünstige Überraschung. Kurz mal reingucken. Was ein riesiges Lavabecken und nix. Auf jeden Fall ein Canyon. Also sehr viel Lava hier unten. Gott, wir finden nie wieder nach Hause. Doch. Wir können straight nach oben bauen, können wir uns ja. Und ey, stopp! Ah, Mr. Tech, boah, die Farbe, du bist so weit weg, dass deine Farbe grau ist. Okay. Gott, wo finde ich euch denn jetzt? Wenn du einen Namen von uns siehst, müsste es eigentlich gehen. Ja, aber ich muss ihn durchschlängeln. Das gehört. Ich bin jetzt auch da. Ich schau mal kurz rein. Was ist das da hinten? Bei meinem Namen ist auf jeden Fall ein Canyon. Jo, ich bin Gold, ja hier. Ich hab Gold auf jeden Vorsicht. Fall. Vorsicht, ich sehe Dias. Du siehst Dias? Oh. Ja. Ah, da linke Seite. Ist ja sehr geil. Da ist auch ein Creeper. Geh nicht vor mich her, ich schieße mit dem Bogen. Von oben kann uns auch nichts auf den Kopf fallen, das ist ganz praktisch. Du hast geschossen, ne? Ja. Ja, und ich habe da draußen, glaube ich, einen Namen gesehen. Ja? Oben. What? Sneak. Gold und Dias. Ja. Nur schauen, dass alles sicher ist hier. Er will Pickaxes, ich habe Pickaxes. Oh, ja, ich brauch gleich. Ich habe auch Pfeile da, die kann ich dir geben. Ich hab jetzt zwei Skelette getötet. Lass erstmal hier unten alles sichern jetzt und hier die Dias mitnehmen. Ja, das ist wichtig. Wir müssen jetzt überlegen, was dann wichtiger ist. Also wenn das viele sind, ob es nicht besser wäre, ein Enchantment Table zu machen. Weil mit einem Enchantment Table verzaubert unser aller Rüstung. Oh ja. Also zwei brauchen wir mindestens. Dann schauen wir gleich mal, was da ist. Beziehungsweise am besten wären... Dann leuchte ich mal schon mal hier ein bisschen aus, ne? Jo, leuchte du mal die Höhle aus, ich guck mal. Vier wären gut. Ein weiteres Schwert und den Enchantment Table. Denk an die Dia Pickaxe. Ja, vier. Zwei sind Minimum. Mit zwei kriegen wir eine Pickaxe hin. Ja, es sind zwei. Ja, dann. Ja. Ja, machen wir es lieber so, dass wir halt unsere Rüstung hochpushen können, weil wir haben.